Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Test-Server-Video für World of Tanks 9.15, den offiziellen Test-Server. Heute ist er auch offiziell announced worden. Ich werde das Video noch gleich hochladen, denn ich werde gleich erstmal nochmal kurz weg sein. Aber das werde ich nochmal fix aufnehmen. Und zwar geht es um die Grille 15, die ich bei meinem Test-Server-Overview etwas übersehen habe, scheinbar. Und ja, immer noch mit neuem Mikrofon-Setting und ja, ich, leider, wie gesagt, ich kann leider mit dieser Hand nicht spielen im Moment, einfach weil sie verletzt ist. Aber ich habe von meinem Vater ein paar Runden spielen lassen und die habe ich mir mal angeguckt. Und der Panzer ist auf jeden Fall echt interessant und ich finde ihn auf jeden Fall schon mal deutlich angenehmer, gerade als Gegner, als den Waffenträger, den er ersetzt, den Waffenträger E100. Wir können mal kurz gucken, wo er im Research Tree sitzt. Er sitzt nämlich genau da. Mit dem Jagdpanzer 100 der neue Tier 10er. Wir haben damit quasi, nur quasi, das Chassis des. Ja. Das, wo ist er? Waffenträger Panzer 4. Kann ich mal kurz kaufen, dann kann ich das zeigen. Dann kaufen wir halt einen Garage-Slot. So. Zack. Das ist quasi das Chassis, nur mit abgewickelter Panzerung vorne. Also die Größe ist einfach dasselbe. Dann haben wir diesen eckigen Kasten hier hinten drauf, der wohl eine Kanone darstellen soll und die Ultra-Penis-Prothese in der Mitte. Für die, die irgendwas kompensieren, das lassen wir das. Wie heißt der? Der heißt einfach Adelino, Alter. Adelino Schock. Der Adelino, der ist diese kleine Schnuckel, du. Ja. Falco, Theo, Hauke Blödorn, ist auch geil. Ja, ist eine gute Crew. Und wie heißen die hier? Rainer Schäfer. Matthias Ramke, Hauke Itas, Carsten Felmi, Wenzel Drossel, ist auch ein geiler Name, und Adolf Assmann. Alles klar, gut, okay, wenden wir uns den Panzer. Entschuldigung, ich bin erst abgedriftet. Wir haben eine 15 cm Kanone als Hauptkanone, die ist schon mal ganz nice. Da und zu den genaueren Stats kommen wir hier. Wir haben Damage 563 bis 900, man macht so 700er Hits im Durchschnitt, 750. Die Penetration ist, und da habe ich über die mittleren Werte, denn die sind immer, mit denen kann man besser arbeiten. Da hätten wir 279, 334 und 75, logischerweise. 279, absolut ausreichend, ich konnte bis jetzt alles penetraten. Also ich habe somit sogar den VKB frontal einfach mal so durch die Wanne geballert. Kann man mal machen, also ich zumindest mal, der hat es gemacht. Average Damage, ihr seht, 750, wie schon gesagt. Die Dispersion ist ziemlich gut mit 0,27. Und die Aimtime ist, genau, dazu wollte ich mich noch kommen, die Aimtime ist richtig großartig. Man hat einfach mit, hier sind 1,5, hier steht 1,4, interessant. Also die Aimtime ist wirklich für so ein TD richtig schnell. Also wir haben hier quasi einen Panzer, der dafür da ist, um schnell zu shiften und sich schnell zu bewegen, schnell hin und her zu springen. Und vor allem halt, man hat auch mit einem Topspeed, den kann man sich mal ganz kurz angucken, Mobility, wir haben ein Power-to-Weight-Ratio von 22,5 Tonnen. Das ist für ein TD ziemlich gut. Und wir haben 60 km/h, die erreicht er auch. Also wir sind auf jeden Fall gut dabei. 25 Grad Traverse Speed, ja, hey, komm, wen kratzt's. Und ja, Engine Power 900 Horsepower. Also, ohne Witz, die Mobilität des Panzers ist definitiv gegeben und die ist auch ein richtig guter Punkt, um den Panzer zu benutzen. Also er ist halt immer noch genauso weich gepanzert, logischerweise. Wir haben ein 55er Armor-Werting. Ja, ihr seht 30 mm, 16 mm und 20 mm. Das heißt, ihr seid sogar besser von hinten geschützt als von der Seite. Ist immer besser von hinten geschützt zu sein. Woher kommt noch an welche? Lasst uns nicht da rein abdriften. 2800 DPM. Da weiß ich gerade gar nicht, wie das im Durchschnitt zu den anderen Panzern ist. Können wir ja ganz einfach mal gucken. Steht das vom Jagdpanzer dabei, wenn ich darauf gehe? 2557. Wie viel hat er jetzt? Ich bin wieder vergessen. 2800. Vergleich mir mal einen Panzer, bei dem man denken könnte, dass er eine hohe DPM hat. Was könnte eine hohe DPM haben? Also LTD logischerweise. Die nicht. Hier. Er hier. 3200, der hat mehr, okay. Und der ist circa genauso viel wie das Objekt 268. Dann könnt ihr es auch ganz gut vorstellen, glaube ich. Schüsse könnt ihr 30 Stück mitnehmen. Ich habe es auch mal so aufgeteilt. Ich brauche echt keine Heat bei dem Ding. Vielleicht nimmt man halt ein paar mit, um Notfall-Safe zu machen. Aber ich bin halt echt so kein Freund von Premium-Munition. Weil das ist, dann sind halt die Panzer am Arsch, die eigentlich einen guten Panzerungswert haben. Und die Panzerung, die überhaupt nicht auf Panzer, und die Panzer, die überhaupt nicht auf Panzerung setzen, werden nur noch besser. Naja. Concealment Rating. Ja. Ist ganz gut für ein TD. Aber nicht großartig, weil er ist auch relativ hoch. Er ist halt nicht so unbedingt, ne? HE im Übrigen solltet ihr allgemein meiden, gleiches gilt für Artillerie, denn die wird durchkommen und die wird euch, Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber richtig krass wegficken. Schön.
Ja, schön. Ja, ansonsten, der Panzer hat 6 Crewmitglieder. Ich weiß gar nicht, wo die hier alle untergebracht sein sollen. 2 Logischerweise hier vorne und der Rest wahrscheinlich irgendwo. Weil der Rest schiebt den oder der Rest trägt den oder sowas, ich weiß nicht. Und wir haben auf jeden Fall 2 Ladeschützen für die 15 cm Kugeln. Das heißt, dass wir 2-mal einen unnützen Skill wählen können. Was Skills angeht, Ladeschützen haben einfach echt keinen guten, also Repair. Oder Sixth Sense, das ging natürlich auch. Quatsch, oder Brothers in Arms meine ich. Aber wenn wir jetzt nicht Brothers in Arms nehmen, würde ich das hier nehmen. Dann hier erst Repairs und das dann später umskillen, wenn das fertig ist auf Sixth Sense, weil Sixth Sense bringt erst was, wenn du 100% hast. An alle, die es nicht wissen, wahrscheinlich wusst ihr das schon. Hier, ich würde es vielleicht Snapshot nehmen, aber bei dem Panzer wahrscheinlich eher schwachsinnig, also Repair. Oder Concealment könnte man auch benutzen. Also, ja, Camouflage hieß es früher mal. Ramming Speed können, Smooth Ride auch, das wäre tatsächlich eine Idee. Clutch Breaking wäre, glaube ich, gar nicht mal so unklug. Und hier, ja, nehmen wir eine View Range, nehmen wir höhere View Range, das ist immer gut. Das wäre, glaube ich, mein Setup. Was die Ansätze und so angeht, die ich noch gar nicht eingebaut hatte, könnte man gut mit einem Tarnetz laufen, glaube ich. Dann packen wir uns nochmal logischerweise ein Large Caliber Gunrammer ein. Schnelleres Aiming brauchen wir eigentlich nicht, also Lüfter, Lüftung können wir nicht, also lass uns doch einfach entweder Binocular Telescopes oder Enhanced Gunline Drive benutzen. Und da wir das Geld haben, nehmen wir das einfach mal. Consumables sollten ebenfalls logisch sein. Also ja, der Panzer ist auf jeden Fall kein First-Row-Panzer und kein so ein Brawler, sag ich mal, wie der... ist der T-110D5 ein Brawler? Auch nicht wirklich. Aber er ist eher ein Brawler als das hier. Er ist halt genauso zu spielen, wie auch der Jagdpanzer auf R100 zu spielen war. Quatsch, der Waffenträger auf R100. Und zwar, man hält sich zurück, sucht sich einen guten Spot und da bam, bam, bam in die Fresse. Wir haben im Übrigen einen sehr langen Reload mit ca. 15 Sekunden ohne den Gunrammer. Jetzt sind wir bei 14,2. Macht eine Rate of Fire von knapp über 4. Ist okay. Also, naja. Aber da, wo ihr hinschießt, da tut's auch Aua. Also mir hat er schon Spaß gemacht, der Panzer, die, oder ich sag mal, mir hat er Spaß gemacht. Es hat mir Spaß gemacht zu gucken, wie der gespielt wird und die paar Sachen fand ich halt auch ganz in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt sagen würde, dass das ein Panzer ist, den ich in meiner Garage haben muss oder jemand, dem der etwas schnellere Spielstil ganz gut gefällt und das mit einer schönen dicken Alpha-Gun, also Alpha-Damage-Gun, vereinen kann. Der hat, glaube ich, bei dem Panzer einen ganz guten Griff getätigt. Ja, ich habe den gestern ja im Video vergessen zu erwähnen. Ich habe gestern schon mal so einen kleinen Quick-Overview gemacht, wo ich das hier alles mal gezeigt habe und das hier oben. Könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn ihr darauf Bock habt. Ja. Ich glaube, ich lasse euch auch dann gleich mit den Impressionen schon alleine. Ich muss langsam gleich loslegen. Hier drängelt jemand ein bisschen. Nein, man möchte nichts sagen. Alles klar. Ist auch in Ordnung, ist ja im Internet. Gut. Die Grille 15. Ihr könnt immer eure Meinung schreiben, was ihr denkt, ob das ein wahrlich guter Ersatz für den Waffenträger auf R100 ist, den ich definitiv nicht als guten Panzer, also doch als guten Panzer gesehen habe, aber nicht als fairen Panzer. Und da ist der, glaube ich, dann ein guter Schritt nach vorne. Auf jeden Fall in die richtige Richtung. Könnt ihr mal eure Meinung da lassen und mich würde es euch... mich würde es euch interessieren, das meine ich natürlich. Mich würde es natürlich interessieren, was ihr davon denkt und was ihr davon haltet. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao, ciao.